Hallo Sebastian, ja, der Fingersatz an der Stelle ist ein bisschen ungeschickt. Also du spielst 3, 3, 5 und dann 3, 2, 1, 2, 3, 4 und dann 4 und dann irgendwie und dann so. Ah, das ist nicht gut. Also, zuerst mal hier. Das ist der Boogie-Rutscher, kann man natürlich so machen, 3, 3. Hier liegt aber doch näher, 2, 3 zu spielen. Und dann 5. So, und jetzt würde ich gleich mit dem vierten springen. 4, 3, 2, 1. So, das ist eine Blues-Wendung. Das ist eine Verzierungswendung. Das ist die Blues-Skala in F. Und so weiter. Also da ist auf jeden Fall 4, 3, 2, 1 viel besser. So. Und am Schluss würde ich machen da 5, 3 und dann Sprung 5 und dann hast du nämlich den 1, 2, 4 frei für den Akkord oder 1, 2, 3. Aber so zu spielen mit dem Akkord, das finde ich ganz ungeschickt. Also hier auf jeden Fall auf dem G mit dem 5. Entweder 5, 4, 5 oder 5, 3, 5. 5, 3, 5. Ja. Muss man ein bisschen üben. Und du musst das B auch nicht lang spielen, du kannst es kürzen. Da, da, da. Und auf den ein bisschen drauf springen. So. Es ist die Frage, ist es bluesig, ist es triolisches Feeling oder ist es gleichmäßig? Ich glaube, es ist ein gerader Takt, das ist kein Blues-Takt. Jetzt gucken wir mal, wie das zusammenklingt. Ja, so klappt doch das gut.